Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem weiteren Kartenbastelvideo für euch. Heute basteln wir wieder eine Inspirationskarte für The Paper Shelter. Ich habe euch ja schon vorher erzählt, ich bin im Designteam, das heißt, ich bekomme die Bilder zur Verfügung gestellt und bastel damit. Ich habe mir so ein paar Sachen schon zurechtgelegt. Ich habe das Motiv mir ausgesucht, natürlich ausgedruckt, ausgestanzt, auch schon mit mehreren Schichten Papier hinterlegt. Ich hatte noch eine Ausstanzung mit der Slimline Wellenrand Stanzschablone von Action und ich habe mir gedacht, ich nehme sie. Das war aus relativ dünnem Papier zurechtgestanzt, deswegen habe ich mir noch aus Pappe das gleiche Motiv bzw. die gleiche Form nochmal ausgestanzt und klebe jetzt das, was eigentlich übergeblieben ist, obendrauf. Dafür verwende ich wie immer doppelseitiges Klebeband in Kombination mit Flüssigkleber, in dem Fall Tiki Glue vom Action. Ich fülle das halt in die kleine Flasche um, damit ich damit besser hantieren kann und auch kleinere Mengen an Kleber rausbekomme. Ich schiebe mir das Ganze so ein bisschen zurecht, drücke das an und lege das anschließend an die Seite. Naja, genau, ich habe versucht, das wieder anzulösen, es hat überhaupt nicht funktioniert. Den Kartenrolling habe ich mir aus Aquarellpapier schon zurechtgestanzt, geschnitten, ungeprägt, gefaltet. Einen fertigen Hintergrund habe ich dazu genommen. Das habe ich aus Papierresten schon mal in einem anderen Video gezeigt, wie ich das Ganze so vorbereite. Hier habe ich Transparentpapier. Das war so ein Streifen. Den habe ich jetzt an einer Kante entlang gerissen und lege das einfach oben drauf, knicke um und auf der Rückseite wird das Ganze mit Tesafilm festgemacht. Und jetzt fängt das ganze Spiel an. Wo kommt was hin? Ich habe hier einige Sachen schon vorgestanzt. Das dauert wirklich mit Abstand am längsten, sich dann zu entscheiden, was kommt tatsächlich auf die Karte. Das sind Stanzschablonen von Honeybee gewesen und die stanzen halt wunderschöne und auch schon mit einer Prägung oder Maserung vom Holz quasi Elemente und die kann man sogar übereinander kleben. Die sind auch vor, also die Form ist so gedacht, dass man das halt leeren kann bzw. schichten kann. Auch hier verwende ich wieder mit einfach die Kombination aus doppelseitigem Klebeband und Flüssigkleber. Ich habe das aus meinen Resten gestanzt. Das ist sogar Verpackungsmaterial, ich glaube von Teddy oder Kick oder so gewesen. Ich finde diesen Craft-Ton einfach sehr schön und habe dann daraus was gestanzt. Der Spruch ist übrigens von Tonic Studios. Ich habe das aus einem auch zwei Schichten habe ich gestanzt übereinander geklebt und das Ganze mit Transparentpapier hinterlegt. Jetzt geht es ein bisschen flott vorwärts. Ich habe einige Stanzschablonen von Magnolia verwendet. Die sind leider nicht mehr käuflich zu erwerben, deswegen werden sie wahrscheinlich auch nicht mehr zu finden sein, genauso wie der Zaun zum Beispiel. Die Grasstanze ist von Nelly Snellen und ich habe das Ganze noch, also zumindest in helleren Gras Bereich auch noch mit einer Bordürenstanze von My Favorite Things abgerundet. Und jetzt habe ich mich entschieden, den Zaun einfach in zwei Teile zu teilen. Ich habe dann einfach ein Elementstück links und eins rechts und passe jetzt meine zugestanzten Graselemente da dran. Habe dann hier mit Vintage Foto auch die Kanten eingefärbt, weil ich es einfach mag. Auch der Zaun, die letzten losen Elemente werden rausgeprägt und auch an der Kante entlang eingefärbt. Links im Bild seht ihr auch schon kleine Äpfel und unten links habe ich noch ein Körbchen. Auch das wären Magnolia-Stanzen, genauso wie das Fensterelement, was ich gerade in der Hand halte, was ich links und rechts von dem Motiv befestigen werde. Es gibt so viele, ich sag mal, Anbieter. Bei Magnolia ist es leider so, dass es inzwischen sehr wenig auf dem Markt vertreten ist. Früher war das fast überall. Nur die sogenannten Sets, die man als Kit erwerben konnte, beziehungsweise es gab ja Stadtsets, die konnte man dann nur in Schweden sozusagen bestellen. Oder ich kenne noch einen Shop, der das angeboten hat. Aber wie gesagt, das ist erst schon alles eine Weile her. Ich bastle schon seit gut 16 Jahren und da hat sich halt so einiges angesammelt.
Guckt einfach, was ihr zu Hause habt. Es müssen auch nicht die gleichen Elemente sein. Es muss auch nicht mal in der Art sein. Einfach, was zu eurem Motiv passt, weil ich meine, jeder hat so seine Vorlieben und ich finde, man kann um das Motiv herum, so wie jetzt bei mir zum Beispiel, eine kleine Szene bilden. Und ich fand zum Beispiel, das Mädchen hat ja so Äpfel im Kleidchen vorne. Deswegen bin ich überhaupt auf die Stanzen gekommen. Hab dann geguckt, wo ich die mit dabei hatte. Ich konnte mich daran erinnern, dass in einem Herbstset so dieses Holzkörbchen bzw. Körbchen und Äpfel dabei waren. Es dauert zwar eine Weile, das Ganze zurechtzustanzen und vorzubereiten, aber ja, wenn man die Sachen zu Hause hat, soll man sie halt auch nutzen. Hier klebe ich die Graselemente oben auf den Zaun. Dabei braucht ihr wirklich ganz wenig Kleber und ich habe mich halt hier entschieden, nur mit Flüssigkleber zu arbeiten. Und das, was so im Zaun übersteht, schneide ich einfach mit der Schere zurecht. Und die Kanten, die ich jetzt abschneide, werde ich hinterher auch wieder mit Distress Vintage Foto einfärben, damit man halt den Unterschied nicht so krass sieht. Und jetzt bilde ich das Ganze um mein Motiv herum. Wie ihr schon vorhin gesehen habt, habe ich die ersten Elemente schon mit Tesafilm auf der Rückseite festgemacht. Das ist halt immer so die Option. Man sieht es halt nicht. Damit ich das Motiv gerade nicht versaue, habe ich einfach mit Schmierzettel das Ganze abgedeckt, den Bereich, den ich sauber haben wollte. Habe mich halt entschieden, den linken Zaunbereich hinter die Holzelemente zu setzen. Und der Spruch, der kommt halt oben drauf. Und da man so einen Höhenunterschied schon jetzt erkennen kann, habe ich jetzt nur einen Teil des Spruchs mit Kleber versehen, der tatsächlich auf dem Holzelement sitzt. Der Rest klebt dann direkt auf der Karte. Das kommt dann zum Schluss. Immer hilfreich ist mit einem Glaselement oder etwas Schwerem das Ganze, ich sag mal, platt zu drücken, einfach oben drauf legen und dann einfach warten. Also hier habe ich die ganzen kleinen Äpfelchen, die kommen in zwei Elementen. Das heißt, ihr habt den Apfel, den könnt ihr in Rot zum Beispiel oder in Grün stanzen und ihr habt noch einen ganz minimalen kleinen Stiel mit Blatt dran. Die habe ich dann aus Grün ausgestanzt. Auch hierfür ganz viele von meinen Papierresten, Pappresten vor allem, verwendet. Da die Sachen so filigran und klein sind, habe ich meine Pinzette rausgeholt. Die ist selbsthaftend. Das heißt, ihr könnt beim Drücken die öffnen und sobald ihr loslasst, hält die Zange das ganze Element von sich. Das heißt, das ist wie eine dritte Hand, die erleichtert euch das ganze Kleben und ihr könnt schon sozusagen mit dem nächsten Apfel weiterarbeiten, während die Zange das Ganze festhält und der Kleber setzen kann. Und ich tue sie mir an die Seite. Ich habe relativ viele vorbereitet. Ich habe auch gar nicht alle Äpfel am Ende für die Karte gebraucht. Aber ich bin da immer so lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Habe ein Stück Tesafilm genommen und drei Äpfel schon mal nebeneinander geklebt und diesen Tesafilm sozusagen hinter das Körbchen gedrückt. Und jetzt sieht das Körbchen schon etwas voller aus, obwohl eigentlich nur drei Äpfel drin sind. Und jetzt wird gespielt. Wo finde ich das am schönsten? Wo passt es meiner Meinung nach am besten? Und ja, ich spiele damit so lange, bis ich mich entschieden habe. Habe hier Schaumklebeband genommen und mir ein Stück davon abgeschnitten. Mit Flüssigkleber das Ganze noch verstärken, sage ich mal, weil ich traue dem Klebeband nicht wirklich. Und um sicher zu gehen, gehe ich dann immer, ja, auf Nummer sicher und benutze halt gerne noch Flüssigkleber dazu. Hier ist ein Stück Mullbinde, das hatte ich in irgendeinem Erste-Hilfe-Koffer, glaube ich, drin. Oder wie nennt sich das? Auf jeden Fall ein Autoset und das war halt abgelaufen und ja, zum Basteln reicht das auf alle Fälle noch. Schneide mir davon ein paar Stücke zurecht und klebe sie auch da wieder auf der Rückseite fest. Wenn das halt zu lang ist, schneide ich mir das Ganze noch kleiner, weil was man nicht sieht, muss man auch nicht unbedingt dahinter verstecken.
habe das jetzt in drei Bereichen verteilt. Habe mich noch entschieden, noch ein bisschen Wellpappe in Weiß dazu zu nehmen. Auch da wieder einfach anreißen, damit das halt optisch etwas interessanter wirkt. Und ich habe hier wirklich ganz kleine Elemente, sind wirklich Reststücke, die ich irgendwann mal gestanzt und über hatte. Und die werden halt auch so ein bisschen dahinter gesteckt. Immer so da ein Stückchen, da ein Stückchen und wieder auch das Ganze mit Tesafilm auf der Rückseite festkleben. Die Rückseite ist natürlich absolut chaotisch, das sieht furchtbar aus, aber ganz ehrlich, da sieht keiner. Hinterher klebt es auf der Karte fest und warum sollte man sich mehr Mühe geben und mehr Zeit verschwenden als nötig? Das funktioniert halt hier ganz gut. Ich habe aus Nähgarn einfach wieder drei Schlaufen gemacht. Die kleinere Schlaufe habe ich mit zwei Fingern, das heißt um die zwei Finger gewickelt, die größere um drei Finger und so könnte schon die Weite von den ganzen Ringen quasi variieren. Auch da wieder großzügig mit Tesafilm auf der Rückseite festgemacht und ja, das ist das Chaos pur. Damit das Ganze eine größere Fläche hat, um auf der Karte zu haften, schneide ich mir aus einer dünnen Pappe ein Stück zurecht, was groß genug ist und alles bedeckt, nirgendwo rausguckt. Und das wird jetzt großzügig dann auf dem Element befestigt. Auch wieder hier Kombination aus doppelseitigem Klebeband und Flüssigkleber. Einfach draufkleben, gucken, dass wirklich nichts rausschaut, andrücken und das Ganze nochmal wiederholen. Nochmal eine Schicht doppelseitiges Klebeband und nochmal Flüssigkleber. Und dann kann das Ganze Element oder Collage oder wie auch immer man das bezeichnen kann. Hier habe ich auch schon an der Kante, was sozusagen über diese Pappe rausragt, an den Kanten mit Flüssigkleber noch ein bisschen ersetzt. Das heißt, auch da habt ihr dann hinterher Klebekraft. Ich hätte auch viel kleinere Stück, nicht doppelseitiges Klebeband, sondern Transparentpapier nehmen können und mir nur da und links und rechts so ein Stück was von kleben können. Aber ich wusste halt zu dem Zeitpunkt nicht, wie viel Fläche ich von der Karte verdecke. Auch wieder mit Glaselementen das Ganze beschweren, an die Seite legen und ja, andrücken. Hab meine vorbereitete Pappe mir rausgeholt und entschieden, das gefällt mir nicht. Es war nach dem Kleben leider ein bisschen verzogen, also habe ich ein Stück Pappe in Craft. Ich glaube, das ist auch von Action. Das ist dieses Dreier-Set, wo man weiß, braun und schwarz drinne hat. Und das habe ich halt mit der gleichen Stanz nochmal gestanzt. Das ist etwas fester. Und ja, hier habe ich mir ein Stück Pappe zurechtgeschnitten, was kleiner ist als mein Kartenaufleger. Und der wird jetzt auf diese vorbereitete Pappe aufgeklebt. Auch hier wieder großzügig mit doppelseitigem Klebeband arbeiten. Flüssigkleber dazu. Ich muss dazu sagen, die Karte an sich ist natürlich am Ende sehr schwer durch die Pappe, aber sie hat Stabilität. Das heißt, es verzieht sich nichts, die Karte knickt nicht um. Ich hatte das am Anfang, wo ich die ersten Slimline-Karten gemacht habe, dass sie dann sich wirklich gewellt haben, weil der Fokus bei mir irgendwie in der Mitte lag und das war alles so geschichtet. Und dann war die Karte auf einmal abgerundet. Das kann man halt vermeiden, indem man flächig mit Pappe arbeitet. Man könnte hier natürlich auch mit Schaumklebeband arbeiten, aber wie gesagt, ich bin da kein großer Fan. Pappe ist stabiler, ist aber leider halt schwerer. Muss man bedenken, wenn man von Hand die Karten verschenkt, ist das ja absolut gar kein Problem. Nur beim Versenden wird natürlich ein bisschen mehr Porto anfallen, weil die halt einfach schwerer sind. So, das am Rande. Auch hier wieder ganz viel Flüssigkleber. Also wer genauer hinguckt, also das war eigentlich unbewusst, aber als ich das mir dann genauer angeschaut habe, die fertige Karte, mein Motiv ist mit Wellenrandstanze von Action oval ausgestanzt. Jetzt die Pappe, die ich hinter dem Kartenaufleger habe, ist mit Wellenrand und selbst die Bordüre, die ich fürs Gras verwendet habe, hat Wellenrand. Er sieht sehr angenehm aus, dadurch, dass es halt alles passend ist. Ich habe mit dem Nagel die Kanten vom Papier ein bisschen angeraut und gewellt und halt geprägt. Und jetzt klebe ich tatsächlich meine fertige
Gestaltung auf den Kartenrohling. Der Kartenrohling ist was kleiner als der, also ich sag mal so, wie der Kartenaufleger ungefähr gleich groß, aber als diese Wellenrand, damit halt der Wellenrand ja interessanter rauskommt. Ich weiß nicht, aber diese Stanze, wenn man die Karte größer wählt, so dass man den Rand um die Kante herum sehen kann, finde ich optisch nicht so schön und deswegen mache ich den Kartenrolling halt dementsprechend etwas kleiner. Hier habe ich noch ein paar von den übrig gebliebenen Äpfeln aufgeklebt, habe somit auch die Kante vom Gras so ein bisschen touchiert und ich habe mich entschieden, noch einen Apfel zu benutzen und den direkt vors Köpfchen zu kleben. So sieht das aus, als ob halt ein Apfel aus dem Körbchen gerollt ist. Ich hatte auch vorbereitet Stiefelchen und die habe ich dann am Ende tatsächlich nicht benutzt. Das ist manchmal so, manchmal entscheidet man sich hierfür und manchmal halt eben nicht. Von Lafon hatte ich Sonne und ganz viele Wölkchen aus Aquarellpapier vom Action gestanzt. Die Sonne selber ist aus einem Stück, ich sag mal, sehr dunklem Gelb, also Pappegelb. Oder Fotokarton, wie man es eigentlich bezeichnet. Habe hier die Sonne halbiert, damit man die besser einerseits auf die Karte bringt. Der Rest ist ja schon aufgeklebt. Ich konnte noch ein bisschen die Sonne drunter stecken. Habe auch da wieder mit Vintage-Foto meine Sonne eingefärbt. Jetzt verteile ich die Wölkchen. Auch da ist immer hilfreich, etwas wegzuschneiden, wenn ihr wisst, ihr habt nicht so viel Platz oder wie in meinem Fall schon alles klebt. Und man kann auch das abgeschnittene Element noch irgendwo unterbringen. Je kleiner die sind, desto mehr passt auch drauf, sag ich mal. Da habe ich noch ein bisschen die Fäden versteckt. Manchmal ist so ein loser Faden, der so rausguckt. Das sieht halt optisch nicht schön aus. Man muss halt das nicht tun, aber ich bin halt ein bisschen anders. Bei den Schmuckelementen habe ich mich entschieden, meine vorbereiteten Nouveau Vintage Drops zu benutzen. Und zwar ist das die Farbe Yellow Brick Road. Die ist auch, ich sag mal, in einem ähnlichen Gelbton wie die Sonne und ich fand das halt irgendwie ganz gut. Es ist ein bisschen matt. Es glänzt nicht, es glitzert nicht. Und ich weiß nicht, irgendwie passte das zu dem ganzen, zu diesem braunen Naturton, zu dem, ich sag mal, stark grünem Gras, den etwas dunklen Äpfeln. Und dann verteile ich sie großzügig überall, so wie ich denke. Also meistens bilde ich ein Dreieck. Und jedes einzelne Element wird nochmal ein Dreieck. Das heißt, es sind meistens zwei oder drei von den Schmucksteinen oder in dem Fall halt Nouveau Drops. Beim Aufräumen ist mir dann noch einer irgendwie dazwischen. Also habe ich noch einen gefunden, etwas großen. Den habe ich dann einfach unter das Körbchen noch versteckt. Und jetzt sind wir sozusagen mit der Grundidee, mit der Kartengestaltung soweit fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Koloration von dem Motiv. Ich habe mich entschieden, erstmal Boden und Himmel zu unterteilen. Hier verwende ich wieder meine Aquarellstifte. Das mache ich überwiegend, weil ich einfach damit am sichersten fahre. Das mache ich einfach schon seit gut 15, 16 Jahren, ich weiß es nicht genau. Und ich nehme die Farbe von dem Aquarellstift direkt mit der Wassertankpinselspitze vom Stift und verteile sie dann auf dem Motiv. Ihr seht, links im Bild habe ich mein Taschentuch da liegen. Ab und zu ist es so, dass die Wassertankpinsel zu viel Wasser abgeben. Das mag ich persönlich nicht. Dann fängt das ganze Motiv an zu schwimmen und da hilft es immer, die Pinselspitze zwischendurch zu trocknen oder halt auch zwischen den Farben zu wechseln. Das heißt, den Pinsel zwischendurch sauber zu machen und dann erst die nächste Farbe zu nehmen. Zumindest wenn es sehr krass unterschiedliche Farben sind.
Ich fange mit dem Himmel an, habe halt um das Motiv herum die Farbe hellblau, ein richtig helles Hellblau genommen und verteile das. Ihr seht ja, ich gehe schon die zweite Schicht drüber, das heißt, ich gehe intensiver am Motiv lang und verwische sozusagen nach außen die Farbe. So eine Art, ja, Verblendung kann man so sagen. Aber das ist immer noch derselbe Blauton wie schon beim ersten Anstrich. Dadurch, dass man halt ein zweites Mal drüber geht, wird die Farbe etwas kräftiger und intensiver. Unten habe ich mich entschieden, grün zu wählen. Also steht das Mädchen quasi auf einem Stück Rasen. Das passte irgendwie auch zu der gesamten Szene. Auch da ist erstmal, sage ich mal, ein relativ dünner Anstrich. Habe mich dann entschieden, schon ein paar Grashalme anzudeuten. Das ist rosa. Hier, ja, wie immer, ich bemale meine Mädchen immer mit Wangen und Lippen. Und mit der Hautfarbe, mit einem, sag ich mal, hellen Fleischton, wird dann der Bereich der Haut angemalt. Ich habe mich bei diesem Motiv entschieden, dass die Lichtfläche eigentlich von links kommt, aber das haut bei mir auch nicht immer hundertprozentig hin. Ich benutze dann halt mehr Schatten auf der rechten Seite. Hier habe ich mich schon zu einem etwas dunkleren bzw. einem hellen Braunton entschieden und damit schattiere ich sozusagen die dunklen Bereiche der Haut. Unter den Knien wird ein bisschen Schatten gesetzt, unter dem Haaransatz auf jeden Fall. Und je nachdem, wie das Motiv gestaltet ist, versuche ich die Nase anzudeuten und dann immer nur von einer Seite. Wenn man von zwei Seiten da so ein Dreieck zieht, sieht das sehr unnatürlich aus. Und ja, dadurch, dass sie so ein bisschen seitlich guckt, denke ich mal, ist das wahrscheinlicher, dass der Schatten eher auf einer Seite sitzt. Hier habe ich mich schon zu einem roten Ton umentschieden quasi. Der erste Rotanstrich, den ich gewählt habe, ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, war sehr pinkig. Und da ist es halt bei Aquarellstiften zum Beispiel gar nicht so schlimm. Ihr nehmt einfach einen anderen Rotton. In dem Fall war das einer, der, sag ich mal, eher so wie Ziegelsteinrot ist. Und dann malt ihr einfach über bereits angemalte Fläche drüber und erreicht eher den Farbton, den ihr euch vorstellt. Ich wollte halt so wie meine Äpfel, die gestanzten Äpfel, etwas kräftigeren, dunkleren roten Ton, so sag ich mal Kirschrot. Da wollte ich halt das Ganze auch in meinem Motiv wiederholen. Mit einem Braunton fange ich an, die Haare zu schattieren. Das heißt, ich gucke, wo bei mir wahrscheinlich die dunkleren Bereiche liegen. Die helleren Bereiche lasse ich komplett aus. Und hier wechsle ich auch schon zu meinem feinen Pinsel, weil die Fläche für die Haare, sie hat Locken, die sind, also der Bereich ist so, so winzig, da komme ich mit dem Wassertankpinsel gar nicht zurecht. Auch da ist es halt immer vom Motiv abhängig. Ich drucke meine Paper Shelter Digi-Stempel halt relativ klein aus oder fein, sodass ich halt auch viel Platz habe, um auf der Karte mit meinen Stanzelementen und Resten oder wie auch immer zu arbeiten. Natürlich hätte ich das Motiv auch viel größer nicht ausschneiden, sondern ausdrucken können. Aber ich weiß nicht, mit der Zeit bin ich immer kleiner geworden und das hat sich einfach so durchgezogen. Das ist ja das Schöne bei Digi-Stempeln, da könnt ihr die Größe tatsächlich auch variieren. Beim Kleidchen habe ich mich für einen Gelbton entschieden, habe das Ganze auch schon sozusagen so einen ersten Anstrich angemalt, bisschen meine Schattenbereiche schon angedeutet, aber auch sehr minimal. Das Schöne ist, ihr könnt ja wirklich so oft wiederholen und drüber gehen, wie ihr wollt, aber ich empfehle halt auch da immer die Flächen zu wechseln und nicht immer auf derselben Stelle drei, vier Schichten übereinander schichten und das kann das Papier sehr schnell anrauen. Deswegen nach dem Kleidchen habe ich dann das Häubchen in rosa angemalt und gehe jetzt mit demselben Rotton nochmal über meine Äpfel und meine Stiefel
um einfach die Farbe kräftiger wirken zu lassen, weil das ist sozusagen der dunkelste Bereich. Mit etwas anderen Gelbton, der etwas, ich sag mal, ins Orange übergeht, habe ich dann die Bereiche oder die schattigen Bereiche des Kleides noch mal stärker hervorgeholt. Mit einem Grauton habe ich angefangen, noch ein bisschen Schatten ums Motiv herumzumalen, auch wie gesagt auf der rechten Seite und ein bisschen natürlich unter dem Motiv, das heißt unter dem Kleidchen, unter den Schuhen, unter den Haaren, unter dem Kinn. Das ist halt wirklich der dunkelste Bereich. Gehe auch dann in die weißen Flächen, sozusagen diese Bordüre beim Kleidchen oder Spitze, und deute mir halt da so ein bisschen den Schatten, beziehungsweise wie oft bei weißen Flächen mit Grau könnt ihr halt das Weiß noch stärker hervorheben. Auch die Elemente im Kleid, da wo ich denke, Falten fallen und Schatten wirft, gehe ich mit demselben Grauton drüber. Auch bei den Äpfelchen, im Augenbereich und auch bei dem Häubchen. Weil jetzt ist sozusagen nur noch der Feinschliff, die Grundfarbe ist aufgetragen. Jetzt müssen wir einfach nur die Bereiche oder die Schattenbereiche etwas stärker hervorheben. Zumindest ist das so meine Vorgehensweise. Mit einem Braunton habe ich dann die Haut schattiert. Das heißt, da wo zum Beispiel bei mir die Knie sitzen, unterm Haaransatz, der rechte Bereich, Arme, unterm Kinn, am Kleidchen, der Halsbereich sozusagen, und verstärke auch wieder meine Nasenlinie. Ich gehe auch in die Äpfelchen mit rein und auch in die Stiefelchen. Ich habe, glaube ich, auch schon zu Schwarz gewechselt. Ja, genau. Und Schwarz ist halt so mein letzter Schritt. Mit dem Feinpinsel gehe ich nochmal in die Haare rein. Wie gesagt, dadurch, dass die Flächen so klein sind, braucht man auch richtig, richtig feinen Pinsel. So kann man die Haarstruktur so ein bisschen imitieren und halt mit feinen Linien das Ganze ein bisschen schattieren. Ich kann euch allerdings nicht sagen, ob das jetzt schwarz ist oder ob ich noch mit Braun rumhantiere. Ich vermute mal, dass es schon schwarz sein müsste. Ja, das ist auf jeden Fall schwarz jetzt unter den Stiefelchen. Und auch der rechte Bereich der Stiefel wird halt ein bisschen kräftiger schattiert. Und so erreicht ihr halt stärkeren, krasseren Kontrast. Und das gibt dem Ganzen so ein bisschen mehr Plastizität und wirkt einfach, ich sag mal, interessanter fürs Auge, schöner. Nur ihr müsst wirklich bei Schwarz aufpassen. Dann lieber feine Linien setzen und zart arbeiten, anstatt wirklich so ein Blob an Farbe. Das kriegt ihr dann leider nicht mehr aus dem Motiv raus. Ja, wir sind sozusagen jetzt wirklich in den allerletzten Feinschliffen. Ich habe beim Gras mich entschieden, noch etwas anderen Grünton zu nehmen und mit dem feinen Pinsel einfach Striche zu ziehen, um die Grashalme anzudeuten. Habe mit Braun ein bisschen drunter gemalt, so ein bisschen schattiert. Ja, und das war's schon. Wir sind mit der Karte fertig. Ich versuche, sofern ich das alles hier habe, das ganze Material euch in die Infobox zu packen. Und falls ich doch irgendwas vergesse und ihr habt spezielle Fragen, traut euch, stellt Fragen, schreibt mir Kommentare. Ich freue mich. Bis zum nächsten Video. Tschüss.